Kennt ihr das Ocean Cleanup Project? Die Idee klingt genial. Es ist ultra viel Plastik im Meer. Ein Haufen davon konzentriert sich in riesigen Patches an kreisenden Strömungen, zum Beispiel hier im Pazifik, die vielleicht größte Müllhalde der Welt. Viele denken, das würde so aussehen, tut es nicht. Es sind eher winzig kleine Plastikpartikel, die so unter der Wasseroberfläche schweben. Also hat sich dieser Dude hier, Bojan Slat, 2012 überlegt, wie man das Problem lösen könnte. Damals war er gerade mal 18 Jahre alt. Seine Idee? Eine Art riesige Barriere im Garbage Patch, die das Plastik passiv einfängt. Klingt super schlau und er und seine Erfindung sind damals ziemlich viral gegangen. Wir haben selber vor Jahren ein begeistertes Simply über Bojan und seine Idee gemacht. Bojan Slat und ein kleines Team räumen eine Müllhalde auf, die für unaufräumbar erklärt wurde. Er hat dann Millionen in Funding für sein Cleanup-Projekt erhalten, um die Technologie zu entwickeln. Seitdem ist viel Zeit vergangen. An even better way. Meet The Interceptor. This is the first of a fleet of 60 systems. Bojan Slat has big plans for the Pacific Garbage Patch. We're trying to raise $30 million. Go Team Seas! Let's do this! I'm excited for Team Seas. Und das Projekt hat seit knapp 2 Jahren einen neuen Partner. Die Coca-Cola Company. Erstmal cool, die Firma hat ziemlich tiefe Taschen und kann sicherlich ordentlich mit anpacken. Aber, Coca-Cola. Der größte Plastikproduzent der Welt unterstützt das Ocean Cleanup Project dabei, die Weltmeere von Plastik zu befreien. Irgendwie wirkt das komisch. Wir haben uns das Projekt und die Zusammenarbeit mit Coke dann mal genauer angeschaut. Und naja, auf den zweiten Blick ist das doch alles außerordentlich ernüchternd. Wasser. Plastik. Coca-Cola. Ocean Cleanup. Vor langer Zeit lebte die Welt in Harmonie. Doch dann verwendete Cola Einwegplastik und alles änderte sich. Coca-Cola und Plastik und die Weltmeere haben eine intensive Dreiecksbeziehung. Siehe dazu dieses Video von uns. Der Konzern produziert knapp 3 Millionen Tonnen Plastik im Jahr, über 1% aller Plastikverpackungen auf dem Planeten. 129 Milliarden Flaschen, 16 pro Mensch auf dem Planeten. Von diesen 129 Milliarden Flaschen sind gerade einmal 18 Milliarden aus recyceltem Material, nur 4 Milliarden wiederbefüllbar. Und unfassbar viele dieser Flaschen landen in der Umwelt und dann über Umwege im Meer. Coca-Cola hat 2022 zum 5. Jahr in Folge den Titel als weltgrößter Plastik-Umweltverschmutzer gewonnen. Nun war das natürlich nicht immer so. Die Firma hatte in den 50ern und 60ern ein funktionierendes Pfandsystem mit Glasflaschen in den USA. Aber boy, wie viel günstiger ist Einwegplastik, bei dem man sich um nichts mehr kümmern muss? Dann hat man einfach einen Italiener als Indianer verkleidet, kein Scherz, der den Leuten erklärt hat, dass der ganze Müll, der plötzlich in der Umwelt landete, ihre Schuld war und nicht die des Produkts oder der Firma oder des Systems. People start pollution. People can stop it. 2016 ist dann ein internes Lobbying-Dokument geleakt. In Europa hat der Konzern belastende politische Maßnahmen wie Recyclingziele oder Mindestvorschriften zu wiederbefüllbaren Flaschen als Risiko für das eigene Geschäft identifiziert. Da half nur eins. Fight back. Und jetzt unterstützt der Konzern das Ocean Cleanup-Projekt. Bevor wir uns fragen, warum, brauchen wir Kontext. Wie man die Ozeane nicht aufräumt. Schauen wir mal, was in den 10 Jahren seit Bojans TED-Talk passiert ist. The oceanic current moving around is not an obstacle, it's a solution. Damals war er überzeugt, seine Technologie könnte man durch Treibanker fixieren. Die Strömungen im Meer würden das ganze Plastik dann passiv in die Barrieren treiben. Das würde Manpower, Emissionen und zahlreiche andere Kosten sparen. A zigzag array of just 24 of these platforms cleaning an entire ocean. Das ganze eingesammelte Plastik könnte man sogar für viel Geld wieder verkaufen. In other words, it's profitable. Eine krasse Vision. For me, from an engineering perspective, you know, it's just beautiful. Diese erste Version der Erfindung des Ocean Cleanups hat dann aber leider nicht funktioniert. Wilson has broken up. Sie wurde 2019 getestet, ist kaputt gegangen und musste auf hoher See abtransportiert werden. Etliche Wissenschaftler und Experten hatten bereits Jahre zuvor gewarnt, dass die Konstruktion instabil sei.
Solche Leute mag zwar niemand, aber sie hatten leider recht. Und sie hatten noch viele andere Kritikpunkte. Dazu später mehr, aber ein Ding war, dass das System Meeresleben verletzen könnte. Diese Kritik steht, soweit wir das überblicken, weiter im Raum. Im nächsten Anlauf wurde ein neues System entwickelt. Dieses Mal wird die Barriere in der Mitte von zwei Tankern durch das Meer gezogen. Dieses System wurde 2021 getestet. Es hat in 120 Stunden ca. 8 Tonnen Plastik aus dem Meer geholt. Das ist etwas weniger, als in einen Müllwagen passt. Im Jahr 2022 waren es insgesamt weitere 150 Tonnen, also 15 weitere Müllwagen. Nicht sonderlich viel, aber das Ganze geht trotzdem weiterhin krass viral und die Leute in den Kommentaren freuen sich unheimlich. Das ist ja schließlich auch nur der Anfang. Our philosophy is to learn as we go and iterate our way towards success. Dieses System soll jetzt deutlich vergrößert und optimiert werden. Sollte das nochmals verbesserte System großflächig eingesetzt werden, würden 20 bis 30 gewaltige Tanker 365 Tage im Jahr 10 bis 15 der Barrieren durch den Ozean ziehen. Damit könnte man jährlich ca. 15 bis 20.000 Tonnen Plastik aus dem Meer holen. Das Ocean Cleanup Project will so bis 2040 90% des treibenden Plastiks an der Meeresoberfläche aus dem Meer fischen. Das würde gleichzeitig aber mehrere hundert Millionen Dollar kosten und gewaltige Emissionen durch die Schiffe verursachen. Außerdem halten Experten es für ziemlich unrealistisch, dass das Projekt mit dem Verkauf dieses degradierten Plastiks wirklich Einnahmen erzielen kann. Aber gut, das wäre ja auch nur ein netter Bonus gewesen. Zumindest wäre das Meer dann irgendwann plastikfrei. Oder? Leider ganz und gar nicht. Selbst 20.000 Tonnen sind ein winziger, mikroskopisch kleiner Teil der gesamten Menge an Plastik in den Weltmeeren. Weniger als 1% des gesamten Plastiks im Meer treibt überhaupt an der Oberfläche. 99% ist nicht in großen Garbage Patches abfischbar. Es liegt als Mikroplastik am Meeresboden. Es treibt dezentral in diversen Strömungen in Küstennähe und wird immer wieder an Land gespült, dann wieder ins Meer gezogen, auf den Meeresboden gedrückt und zu immer kleineren Partikeln zerrieben. Siehe dazu dieses starke Video von Vox. Es zeigt, dass deshalb Strandsäuberungen ein wirklich gutes Mittel sind, um Plastik kurzfristig aus den Meeren zu halten und die Degradierung zu Mikroplastik zu stoppen. Und sie sind um ein Vielfaches günstiger und praktikabler als eine Säuberungsaktion auf hoher See. Sie gefährden auch kein Meeresleben und verursachen deutlich weniger Emissionen. Dieser Vergleich steht symbolisch für eine weitere große Kritik am Ocean Cleanup Project. Es geht das Plastikproblem ganz, ganz am Ende an. Es will einen verschwindend geringen Teil des gesamten Meeresplastiks, nachdem es teils zu kleinsten Teilen zerrieben wurde, irgendwo super aufwendig auf hoher See einsammeln. Warum fängt man nicht viel früher an und verhindert, dass Plastik überhaupt in die Ozeane gelangt? Ganz ähnlich wie bei Plastik sollte man sich Gedanken über seine Versicherungen machen, bevor es zu spät ist. Hier kommt Clark ins Spiel. Die kostenlose App gibt dir einen Überblick über all deine Versicherungen. Direkt vorab, wenn du dich anmeldest, wird Clark dein neuer Versicherungsmakler und vertritt deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Dadurch kann Clark dich umfangreich dazu beraten, welche Versicherungen sinnvoll für dich sind und welche vielleicht zu teuer. So kann man sich für die Zukunft absichern und zusätzlich häufig Geld sparen. Die Beratung ist natürlich ebenfalls kostenlos und kann persönlich oder per Chat gemacht werden. Über den Link in der Beschreibung und mit dem Code TWOBOARD könnt ihr euch Best-Choice-Gutscheine im Wert von insgesamt 45 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch die App holen und insgesamt 3 bestehende Versicherungen hochladen. Okay, bevor wir über Coca-Colas Rolle in dem Ganzen reden, müssen wir noch ganz kurz eine weitere Erfindung des Ocean Cleanups erklären, an der ist die Firma beteiligt. Habt etwas Geduld, am Ende fügt sich alles zusammen. Mr. Beast und neue Ansätze. Zu Strandsäuberungen gab es auch eine große Spendenaktion auf YouTube. Hashtag Team Seas von Mr. Beast und Mark Rober. And so we need your help, because 30 million less pounds of trash in the ocean really means we're trying to raise 30 million dollars. 50% der gesammelten Spendensumme ging an die Ocean Conservancy, die solche Strandsäuberungen veranstaltet. Die anderen 50% gingen an das Ocean Cleanup Project. Allerdings nicht für das ganze kontroverse Ding auf hoher See, sondern für eine neue Initiative des Projekts. Meet the Interceptor. Die Interceptors sollen Plastik in strategisch gewählten Flüssen einfangen, bevor es in den Ozean gespült wird. Nur 1000 Flüsse sind für 80% des Plastiks, das im Meer landet, verantwortlich. Dieser Ansatz wirkt deutlich praktikabler als die ursprüngliche Idee.
Die Interceptor-Erfindung wurde im Silicon Valley-Style auf großer Bühne von Bojan vorgestellt. And it's the world's first scalable river plastic solution. Das Ganze hat eine große Öffnung mit einem Fließband und frisst quasi den Müll in Flüssen. Nur, so richtig erfunden hat Bojan diese Technologie gar nicht. A wonderful new piece of technology that's been around for quite some time now. In Baltimore gibt es zum Beispiel bereits seit fast 10 Jahren Mr. Trash Wheel. Das Ding ist zwar weniger shiny, aber hat die genau gleiche Funktion. Und Bojan kennt die Erfindung natürlich. Aber hey, man hat augenscheinlich auf die Kritik zur ursprünglichen Idee reagiert. Vielleicht kann man jetzt anfangen, richtig derbe Plastik aus den Flüssen zu baggern und dann macht das Projekt nach ein paar Umwegen endlich richtig massiv vor... Interceptors simply aren't going to stop plastic pollution in the ocean, even if they were floated on every single river on the planet. And furthermore, aren't even going to stop plastic pollution in rivers due to just focusing on one part of a complex system. And as we'll see later, this isn't because the problem is unsolvable and the interceptor is the best but imperfect solution we have. In fact, they're an extraordinarily bad way to stop ocean plastic pollution. Das Video von Simon Clark ist allgemein sehr empfehlenswert. Zusammengefasst ist die Kritik an den Interceptors, dass sie eine One-Size-Fits-All-Lösung für grundverschiedene Flüsse sind. Das kann laut Biologen einfach nicht klappen. Es gibt außerdem alternative Anbieter, die Plastik effizienter aufräumen, und es gibt allgemein bessere Wege, um zu verhindern, dass Plastik überhaupt in die Flüsse gelangt. Heißt, anstatt Geld in neue, cool aussehende Roboter-Dinger zu stecken, sollte man in die Dinge investieren, von denen man heute schon weiß, dass sie effektiv sind. Die Interceptors sind eine schlechte Lösung für ein Problem, für das es schon lange bessere Lösungen gibt. Okay, wir wollen hier nochmal kurz innehalten, um das deutlich zu machen. Die Ziele des Ocean Cleanup Projects sind absolut ehrenwert. Überhaupt etwas zu bewegen, ist besser als nichts zu tun. Das Projekt versucht dort einen Unterschied zu machen, wo Plastik bereits Ökosysteme zerstört. Und das Projekt stellt sich nicht als permanente Lösung hin, sondern als Pflaster, bis es strukturelle Lösungen gibt. Ultimately, we want to help ourselves out of business, and the sooner the better. There will come a day that we can just get rid of these interceptors, and there's no more plastic coming. Das Projekt hat auch zahlreiche Studien zu Plastik in Ozeanen durchgeführt und Journalisten dabei geholfen, anschaulich über das Problem der Meeresverschmutzung zu berichten. Das hat zu Abermillionen Views auf YouTube geführt, zu zahllosen Newsartikeln. Doch das Ganze fördert dennoch ein problematisches Narrativ. Und hier ist Bojan Slat nicht ganz unschuldig. And this is how we'll rid the oceans of plastic. A zigzag array of just 24 of these platforms cleaning an entire ocean. Einen ganzen Ozean säubern. Das ist keine einfache Übertreibung. Das stimmt einfach nicht. Tackling trash in rivers. Auch das ist vielleicht ein medienwirksames, cooles Statement, macht die Interceptors aber nicht zu einer durchdachten Lösung. Nicht zuletzt deshalb werten zahlreiche Meeresbiologen und Experten den Ansatz weiterhin sehr kritisch. Denn all das kreiert falsche Hoffnungen und Erwartungen. Siehe unser eigenes super unkritisches Video damals, dass Technologie dieses Problem für uns lösen wird und es dann vielleicht gar nicht mehr so viel Veränderung braucht. Und genau hier betritt Coca-Cola die Bühne. Als Partner, um die Interceptors in die Flüsse zu bringen. Eine problematische Partnerschaft. Auf der Ocean Cleanup Site lässt sich der CEO der Coca-Cola Company mit folgenden Worten zitieren. Als globales Unternehmen arbeiten wir daran, sicherzustellen, dass alle Materialien, die wir für unsere Verpackungen verwenden, gesammelt und recycelt werden, damit nichts davon als Abfall endet. What the... Okay, wo fängt man hier an? Solche Projekte brauchen Geld. Coca-Cola hat Geld und ist mit Schuld am Problem und gibt Geld. Gut. Aber die enormen Geldsummen, die Ocean Cleanup erhält, hält es auch weiter in den Medien. Wunderschöne Imagefilme, potenziell aufpolierte Müllbergungen, futuristisch anmutende Erfindungen. All das macht Schlagzeilen. Das Narrativ der Ozeanreinigung bleibt bestehen. Es ist ja sogar im Namen. Coca-Cola kann sich hinstellen und so tun, als wäre die Firma daran interessiert, etwas gegen die enormen Umweltschäden zu unternehmen, die durch ihre Plastikverpackungen entstehen. Where we do agree, right, is that neither of us want plastic waste in the environment. Und all das lenkt von der eigentlichen Wahrheit ab. Getränke in Einweg-Plastikflaschen sind the worst. Plastikrecycling ist eine Lüge, die von der Plastikindustrie in die Welt gesetzt wurde. Das hört sich an wie eine wirre Verschwörungstheorie, ist aber genau so passiert. Siehe dieses phänomenale Video von Climate Town.
This is the recycling symbol created in 1970. And this is a resin identification code created by the plastics industry in 1988 to trick people into thinking plastic was recyclable and therefore maybe okay for the environment. Das ganze System funktioniert überhaupt nicht. Ein wirklich effektiver Schritt gegen Plastik überall in der Umwelt und in den Flüssen wäre es, Softdrink-Konglomerate besonders in Entwicklungsländern für ihre eigenen Flaschen verantwortlich zu machen. Man könnte sie vielleicht zwingen, mit den Regierungen Pfandsysteme und Mehrweg einzuführen. Es gibt eine Studie, dass allein so ein System den Müll an Küsten um 40% reduzieren könnte. Eine weitere Option wäre vielleicht eine dicke, saftige Steuer auf Einwegplastik. Aber all das würde das Geschäftsmodell von Coca-Cola gefährden. Da kommt dann ein sexy Ocean Cleanup Project mit einer herrlichen End-of-the-Narrative-Lösung gerade richtig. Hey, immerhin können wir aufräumen. Und so wird das Projekt, ob Sie wollen oder nicht, mutmaßlich Teil einer Ablenkungsstrategie, damit die fundamentalen Fragen bloß nicht gestellt werden. Höchstwahrscheinlich ist man sich dem auch bewusst und hat sich halt gesagt, mit dem Geld erreichen wir trotzdem Resultate. Sie sprechen in der Ankündigung, dass Sie mit Coca-Cola zusammenarbeiten werden, explizit von einem pragmatischen Schritt. Well. Good luck. Leute sollten wissen, dass das Ocean Cleaner Projekt unsere Ozeane nicht abcleanen wird. So bitter diese Pille zu schlucken ist. Das Plastik in den Ozeanen wird sich nach aktuellen Schätzungen bis 2040 verdreifachen. Bis 2050 könnte es mehr Plastikmasse im Meer geben als Fische. Und die Coca-Cola Company hat mutmaßlich null Interesse an einer globalen, strukturellen Lösung dieses Problems. Wir haben das Ocean Cleanup Project und Coca-Cola um Stellungnahmen gebeten. Wir haben bisher noch keine Antworten erhalten. Case closed. Let a song sink into the sea. Paint in gold the water, rosary.